Der Minijob. 450 Euro Maximalverdienst, steuerfrei. Über 7 Millionen Deutsche sind Minijobber. Auch wir haben uns beworben als Regalarbeiter im Supermarkt. Hier kriegen Sie 5,80 Euro für Lagerarbeiten. Und als Putzkraft. Sogar im Deutschen Bundestag. Auch hier sind reguläre Arbeitsstellen verschwunden. Nee, Vollzeitstellen gibt's hier nicht. Ich muss mit Hartz IV aufstocken. Die Hartz-Reformen sind 10 Jahre alt. Minijobs waren ein Teil davon. Also in der Wirkung, was daraus geworden ist, war es ein Fehler. In dieser Größenordnung. Durch die Minijobs wuchs der Niedriglohnsektor. Vollzeitstellen wurden massenhaft gestrichen. Jeder fünfte Job ist ein Minijob. Im Grunde ein ganz normales Teilzeitarbeitsverhältnis mit Vorteilen für Arbeitnehmer. 450 Euro sind steuerfrei. Minijobber haben Anspruch auf Urlaub und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Sie sind rentenversichert, es sei denn, sie widersprechen. Berlin. Ich bewerbe mich in der Reinigungsbranche. Hier werden überdurchschnittlich viele Minijobs angeboten. Am nächsten Tag habe ich ein Vorstellungsgespräch. Es geht um eine Putzstelle für ein Hotel. Die Vorarbeiterin macht klar, was hier verlangt wird. Das ist ein Knochenjob. Sie wedeln nicht einfach mit dem Staubtuch rum, putzen ihre Zimmer und gehen dann. Es kommt immer Extraarbeit hinzu. Aber ich bekomme 8,82 die Stunde. Ja, das ist der Mindestlohn. Aber Sie müssen Ihre Zimmer schaffen. In einer Stunde 2,5 Zimmer. 2 Tage sind Training. Wenn Sie danach gehen, gibt's kein Geld. Das müssen Sie mir unterschreiben. Fragwürdig, denn auch Probearbeit muss grundsätzlich bezahlt werden. Der erste Tag. Nach kurzer Einweisung Betten machen, Staubwischen, saugen. Pro Zimmer stehen 24 Minuten zur Verfügung. Das Badezimmer samt Toilette, Spiegel, Boden und verglaster Dusche putzt ausnahmsweise die Kollegin. Normalerweise müsste ich das gesamte Zimmer innerhalb der 24 Minuten alleine reinigen. Wer länger braucht, kriegt diese Zeit nicht bezahlt. Das ist unzulässig. Damit nicht genug. Arbeiten wie Müll wegbringen, Putzwägen packen oder Flure saugen kommen hinzu. Nein, diese Arbeiten werden auch nicht bezahlt. Das macht man nebenbei. Die bezahlen nur die Zimmer. Wenn man die nicht schafft, hilft ein Kollege. Aber man bekommt weniger Geld. Wir bitten die Firma um Stellungnahme, ob tatsächlich so genaue Zeitvorgaben existieren. Sie streitet alles ab. Unsere Kunden sind 3-, 4- und 5-Sterne-Hotels, für die Qualität einen sehr hohen Stellenwert hat. Dies lässt sich nicht unter Zeitdruck gewährleisten. Tatsächlich zeigt unsere Erfahrung, die Arbeitszeit reicht in aller Regel nicht für die anfallende Arbeit. Arbeitgeber müssen für Minijobber pauschale Sozialabgaben leisten, prinzipiell auch bei Probearbeit. Frage an den Gewerkschafter Rainer Knerler: Ist unbezahlte Probearbeit legal, wenn der Arbeitnehmer sich einverstanden erklären musste? Das geht gar nicht. Das ist illegal, das ist ungesetzlich. Das ist nicht nur Lohnbetrug am Arbeitnehmer, das ist auch Sozialversicherungsbetrug. Denn für diese 2 Tage geht dem Staat alles an Sozialversicherungsbeiträgen verloren, was man sonst bekommen würde. Und insofern ist das auch Sozialversicherungsbetrug. Mhm. Ich zeige Ihnen noch mal was. Da hat meine Kollegin, mit der ich zusammengearbeitet habe, den Flur gesaugt. Sie wird pro Zimmer bezahlt und dieses Flursaugen muss sie trotzdem machen. Das ist natürlich illegal. Das sind versteckte Akkordvereinbarungen. Wenn jemand 1 Stunde Arbeitszeit anbietet und 1 Stunde beschäftigt wird, hat er den Mindestlohn zu bekommen, der vereinbart ist, 8,82. Und dann kann man nicht hingehen und kann sagen, du musst in dieser Zeit 2,5 Zimmer schaffen. Das führt dazu, dass die Arbeitnehmerinnen häufig eben über ihre 8 Stunden noch mal länger bleiben, um dann solche Arbeiten zu machen. Und das ist System. Das ist ja nicht irgendwie zufällig, sondern es wird systematisch so gemacht. Ist die Reinigungsbranche eine Ausnahme? Nächster Versuch, der Einzelhandel. Ich suche eine Stelle als Minijobber. Vorteil für die Arbeitgeber? Überall, wo in kleinen Zeitfenstern gearbeitet wird, kommen Minijobber zum Einsatz. Mit ihnen vermeidet der Arbeitgeber Leerlaufzeiten.
kriegen Sie 5,80 Euro für Lagerarbeiten. Mindestens jede fünfte Stelle im Einzelhandel ist ein Minijob. Sie können Montag anfangen, 8,30 Euro die Stunde. Ich entscheide mich für das Angebot dieses Edeka-Marktes in Wolfsburg. 7,50 Euro die Stunde, dreimal pro Woche, jeweils 4 Stunden. Regale einräumen. Für den ersten Tag gibt es kein Geld. Auch hier unbezahlte Probearbeit. Frühmorgens arbeiten hier viele Minijobber. Jeder hat seine Bereiche, die bis 9 Uhr eingeräumt sein müssen. Eine Kollegin fängt mit mir zusammen an. Sie räumt Drogerieartikel ein. Gleich sind meine 4 Stunden um und das alles muss noch weggeräumt werden. Wie soll ich das denn schaffen? Sie wird länger arbeiten, aus Angst, den Job zu verlieren. Früher, erzählen Kollegen, gab es mehr Arbeitskräfte. Nur noch Minijobber hier. Andere werden gar nicht mehr eingestellt. Ich arbeite ein paar Tage als Minijobber. Getränke einräumen, Pappe pressen, überzählige Ware ins Lager bringen. Meist reicht die Zeit, manchmal dauert es einfach länger. Das Lager ist muffig, dreckig, vollgestellt. Die Kollegen sagen, es bleibt einfach keine Zeit, hier aufzuräumen. Dieser Markt und 3 andere gehören einem Kaufmann. Der kümmert sich offenbar nicht besonders um die Zustände. In der 2. Woche, Besuch am Arbeitsplatz. Eine Betriebsrätin erzählt, dass man vergeblich mit dem Eigentümer verhandelt hätte, doch mehr Vollzeitkräfte einzustellen. Jetzt arbeiten sie an einer Petition und sammeln Unterschriften. Das Ziel, Vollzeitstellen erhalten, Abbau der Überstunden. Es sind unglaublich viele. 12.000 Überstunden. 12.000 Überstunden. Also alle 4 Läden, das sind dann irgendwie was, ungefähr 200 Leute mit 230 ungefähr, 230. mit 400 Euro mit 12.000 12 Überstunden. Ja. Auch die 400 Euro Kräfte machen auch Überstunden. Die machen auch Überstunden. Die Überstundenberge bedeuten, dass Arbeitskräfte fehlen. Hier steht zwar Edeka drauf, doch das Geschäft gehört einem eigenständigen Kaufmann. Er hat 4 Märkte übernommen und ist inzwischen nicht mehr an Edeka-Tariflöhne gebunden. Er gibt keine Interviews. Der Betriebsratsvorsitzende erzählt, dass Vollzeitangestellte nach und nach verschwinden. Bei uns ist es halt so, dass dass diese Zersplitterung in Teilzeit und dann noch weiter zersplittert in 400-Euro-Kräfte so weit getrieben wurde, dass es fast schon so ist, dass so viele 400-Euro-Kräfte da sind wie Teilzeit und Vollzeit zusammen. Sascha Tietz begleitet mich zu einem weiteren Markt seines Arbeitgebers. Die Besonderheit hier, der Betriebsrat ist gleichzeitig Filialleiter. Er weiß, wirklich sparen kann man nur am Personal. Deswegen soll er Minijobber einstellen. Fritz Bartsch kämpft dagegen. Er will vernünftige Angestellte, vernünftige Arbeit, vernünftige Löhne. Ich bin ja jetzt schon seit 23 Jahren bei der Edeka-Gruppe und seit 12 Jahren hier als Filialleiter. Und ich habe gesehen, dass es immer mehr auf Lohndumping geht und immer mehr gute Kräfte das Unternehmen verlassen haben. Minijobs, hieß es ja mal, dienen dazu, irgendwie, dass man nebenher Arbeit finden kann, auf vernünftigem Maße und so weiter. Aber Sie erleben das so, dass damit letztlich nur Lohndumping betrieben wird? Es wird nur Lohndumping damit betrieben. Also es entstehen äußerst selten mal daraus dann sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen. Also die dienen dazu, um womöglich noch tarifgebundene Mitarbeiter zu ersetzen durch halt geringfügig Beschäftigte, wie das so schön bei uns heißt. Minijobs sollten ursprünglich nur Brücken in Vollzeitstellen bauen. Über 7 Millionen Deutsche arbeiten als Minijobber. Knapp 5 Millionen gehen keiner anderen Beschäftigung nach. Andreas Dönert hat zwar eine Vollzeitstelle als Reinigungskraft, aber weil das Geld nicht reicht, putzt er auch noch als Minijobber. Eine 55-Stunden-Woche für insgesamt 1.400 Euro netto. Seine Erfahrung, als Minijobber hat man immer schlechtere Karten. Also wenn ich mal eine Kleinigkeit habe, wie irgendwelche Schmerzen, die öfters mal vorkommen, wie eine Handgelenke, Schulter oder Rücken, aufgrund der hohen körperlichen Belastungen, dann beiße ich auf die Zähne und gehe trotzdem zur Arbeit. Ist das ein Unterschied, wenn man im Minijob krank wird oder in einer Vollzeitstelle? Also ist da eine schnelle Kündigung auf dem Tisch? Oder wie? Ja, viel schneller.
wenn dort irgendwelche Ausfälle sind, dann ist sofort die Kündigung auf dem Tisch. Das haben Sie auch schon erlebt? Das habe ich mehrmals schon erlebt. Erste Station, ein Bürogebäude in Berlin-Charlottenburg. 1,5 Stunden Zeit, bevor die Angestellten kommen. Toiletten reinigen, Flure saugen, Mülltüten austauschen. Das ist schon sein 10. Minijob. Oft wurde gekündigt, weil er sich gegen Betrug gewehrt hat. Trotz Kündigungsschutz, der auch für Minijobber gilt. Insgesamt 2.500 Euro musste er einklagen. Dieses Geld wurde nie freiwillig bezahlt, nur aufgrund von gerichtlichen Streitigkeiten konnte das für mich geltend gemacht werden. Woraus setzt sich das überhaupt zusammen? Das sind erstens fehlende Stundenleistungen, Zuschläge für Sonntag-, Wochenendarbeit, Nachtzuschläge und vor allen Dingen auch Wegezeiten und manchmal auch Unterbezahlung. Statt Zahlung eines Mindestlohns wurde dann statt den 8,82 nur 7 Euro oder 6,50 Euro bezahlt. Immer folgte die Kündigung. Weil viele genau davor Angst haben und ihre Rechte nicht kennen, werden Minijobber öfter betrogen, sagt Andreas Dönert. Heute arbeitet er 12 Stunden an 3 verschiedenen Orten. Zusammen mit den Fahrzeiten ein 16-Stunden-Tag. Minijob heißt nicht Mini-Aufwand, sondern viel Arbeit und maximaler Stress. Also es sind Riesenängste und Druck seitens Arbeitgeber, der hier ausgeübt wird. Aber Sie lassen sich nicht kleinkriegen, oder? Nee, überhaupt nicht. Das, was ich leiste, möchte ich auch bezahlt bekommen. Und wenn ich jetzt auch für 5 Euro arbeiten gehen würde, erwarte ich ganz einfach, dass die Vereinbarungen, die vorliegen, auch erfüllt werden. Weil ich dadurch von meinem Arbeitgeber, egal wer das ist, ob Geschäftsführer oder Chef, meine Würde nicht verliere. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich. Mit welchen Tricks selbst große Unternehmen arbeiten, erfahre ich hier. Ein Minijob als Pakethelfer bei der Deutschen Post. Arbeitszeit 3-mal die Woche morgens von 3 bis 7 Uhr. Auch hier ist die erste Schicht unbezahlt. Das seien Schnuppertage, sagt der Vorarbeiter, um die Arbeit zu lernen. Er führt mich zur Vertragsunterzeichnung ins Büro. Dort liegt ein 20-seitiges Vertragswerk. 2 Minuten Zeit, um es zu lesen und zu unterschreiben. Merkwürdig, als Vertragsdauer ist genau ein Tag angegeben. Danach erfolgt der Einsatz als Abrufkraft. Und außerdem steht dort, der Arbeitnehmer hätte kein Interesse an einer dauerhaften Beschäftigung. Was das zu bedeuten hat, weiß der Vorarbeiter auch nicht. Bitte bei allen Vertragsangelegenheiten das Personalbüro fragen. Wir müssen jetzt langsam mal anfangen hier. Ich bleibe misstrauisch, unterschreibe aber trotzdem. Der Arbeitsplatz ist an den Abladerampen der Post-LKW. Dort erklärt ein anderer Vorarbeiter, was genau zu tun ist. Pakete vom Lastwagen heben und mit dem Strichcode nach oben aufs Band legen. 4 Stunden Schnupperarbeitstag, um zu sehen, ob der Minijobber die Arbeit körperlich oder intellektuell bewältigt. Das hat man nach 5 Minuten herausgefunden. Den Rest der Nacht arbeite ich umsonst. Ein paar Schichten verbringe ich in der Halle mit tausenden leichten, schweren, sperrigen, runden und eckigen Paketen. Niemand schreibt die Stunden auf. Ich komme einfach und gehe wieder. Einzige Abwechslung, der Alarm, wenn irgendwo ein Paket klemmt. Frage an den Vorarbeiter, wie man denn Urlaub planen könne und was bei Krankheiten geschieht. Auch er verweist ans Personalbüro. Minijobber haben Anspruch auf anteilige Urlaubstage und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Als ich mich im Personalbüro danach erkundige, zeigt sich, mit welchen Tricks die Post arbeitet. Durch den Eintagesvertrag entsteht gar kein richtiges Teilzeitverhältnis. Das nennt sich Abrufkraft. Deswegen haben sie weder Anspruch auf Urlaub noch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Die Post macht durch diese Verträge juristisch nichts falsch. Abgesehen von dem unzulässigen, weil unbezahlten Schnuppertag. Auf Anfrage will sich die Post zu Details nicht äußern. Minijobs gehören zu den Hartz-Reformen, die seit 10 Jahren in Kraft sind. Die Idee war damals, schwarz arbeitende Putzfrauen in Privathaushalten zu legalisieren, sonst nichts.
An dieser Universität arbeitet Professor Jobst Fiedler, der damals Unternehmensberater war und zur sogenannten Hartz-Kommission gehörte. Im Kommissionsbericht steht dann nur, dass man prüfen soll für die Zukunft, ob man das auch auf andere Bereiche ausdehnen kann. Aber Sie haben die Büchse der Pandora geöffnet. Ja, ich will nicht bestreiten, dass sie damit geöffnet war, irgendwie die Büchse. Wie sehen Sie das denn von heute aus? Also wir haben heute... Zeigen Sie mal die Überschrift. Ja, ich sehe es negativ. In den Wirkungen, die jetzt eingetreten sind, auch in der Größenordnung vor allem. Wir hatten mit 7 Millionen Personen, die jetzt Minijobs wahrnehmen, nicht gerechnet. Professor Fiedler plädiert inzwischen für eine Quote. Unternehmen sollten Minijobber nur in begrenztem Umfang beschäftigen dürfen. Er verurteilt die Ausbreitung der Minijobs. Sie dienen nur dem Abbau von Vollzeitarbeitsplätzen und zum Einsparen von Personalkosten. Das geschieht oft in aller Stille und ohne, dass es jemand merkt. Auch hier. Die Leute, die hier sauber machen und sowas machen, haben sie hier bei den Putzkräften Minijobber? Die haben wir gar nicht, sondern das macht irgendein Service, den wir... Also den, glaube ich, die Hausverwaltung sogar beauftragt. Ja, aber da können Sie doch raten, was das für Leute sind, die hier sauber machen. Vermutlich ja, die sehe ich gar nicht. Die machen das früh morgens, die sehe ich gar nicht. Aber die machen das nicht, also wir sind nicht der Auftraggeber. Ja, na gut, aber Sie geben das Gewerk raus, ne? Und dann also ich gehe in den Supermarkt und weiß, das sind Minijobs. Ja. Ich finde hier ein Büro vor, das wieder sauber ist, das sind Minijobs. Ich gehe in ein Hotel irgendwo und weiß, das sind Minijobber. Das ist unsichtbar, nicht? Ja, ja. Ich habe mich bei einer weiteren Reinigungsfirma beworben. Sie putzt Büros von Abgeordneten des Bundestags. Zutritt zur neuen Arbeitsstelle nur mit speziellem Sicherheitsausweis. 5 Uhr morgens. Zusammen mit einer Kollegin reinige ich Abgeordnetenbüros sämtlicher Parteien. Die Kollegen arbeiten entweder als steuerpflichtige Teilzeitkräfte oder als Minijobber. Vollzeitkräfte begegnen mir gar nicht. Viele erzählen, dass sie gerne mehr arbeiten würden. Ich habe immer wieder nach einer Vollzeitstelle gefragt, aber die sagen, es gibt keine. Ich stehe jetzt schon seit Monaten auf der Warteliste. Im Moment stocke ich noch mit Hartz IV auf. Der nächste Tag. Ich erfahre...
bin ja jetzt schon seit 23 Jahren bei der Edeka-Gruppe und seit 12 Jahren hier als Filialleiter. Und ich habe gesehen, dass es immer mehr auf Lohndumping geht und immer mehr gute Kräfte das Unternehmen verlassen haben. Minijobs, hieß es ja mal, dienen dazu, irgendwie, dass man nebenher Arbeit finden kann, auf vernünftige Maße und so weiter. Aber Sie erleben das so, dass damit letztlich nur Lohndumping betrieben wird? Es wird nur Lohndumping damit betrieben. Also es entstehen äußerst selten mal daraus dann sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Also die dienen dazu, um womöglich noch tarifgebundene Mitarbeiter zu ersetzen durch halt geringfügig Beschäftigte, wie das so schön bei uns heißt. Aktionen sind halt unglaublich ungelenk. Das ist Minijobs sollten ursprünglich nur Brücken in Vollzeitstellen bauen. Über 7 Millionen Deutsche arbeiten als Minijobber. Knapp 5 Millionen gehen keiner anderen Beschäftigung nach. Andreas Dönert hat zwar eine Vollzeitstelle als Reinigungskraft, aber weil das Geld nicht reicht, putzt er auch noch als Minijobber. Eine 55-Stunden-Woche für insgesamt 1.400 Euro netto. Seine Erfahrung, als Minijobber hat man immer schlechtere Karten. Also wenn ich mal eine Kleinigkeit habe, wie irgendwelche Schmerzen, die öfters mal vorkommen, wie eine Handgelenke, Schulter oder Rücken, aufgrund der hohen körperlichen Belastungen, dann beiße ich auf die Zähne. Nee, trotzdem zur Arbeit. Ist das ein Unterschied, wenn man im Minijob krank wird oder in einer Vollzeitstelle? Also ist da eine schneller Kündigung auf dem Tisch? Oder wie? Ja, viel schneller. Wenn dort irgendwelche Ausfälle sind, dann ist sofort die Kündigung auf dem Tisch. Das haben Sie auch schon erlebt? Das habe ich mehrmals schon erlebt. Erste Station, ein Bürogebäude in Berlin-Charlottenburg. 1,5 Stunden Zeit, bevor die Angestellten kommen. Toiletten reinigen, Flure saugen, Mülltüten austauschen. Das ist schon sein 10. Minijob. Oft wurde gekündigt, weil er sich gegen Betrug gewehrt hat. Trotz Kündigungsschutz, der auch für Minijobber gilt. Insgesamt 2.500 Euro musste er einklagen. Dieses Geld wurde nie freiwillig bezahlt, nur aufgrund von gerichtlichen Streitigkeiten konnte das für mich geltend gemacht werden. Woraus setzt sich das überhaupt zusammen? Das sind erstens fehlende Stundenleistungen, Zuschläge für Sonntag-, Wochenendarbeit, Nachtzuschläge und vor allen Dingen auch Wegezeiten und manchmal auch Unterbezahlung. Statt Zahlung eines Mindestlohns wurde dann statt den 8,82 nur 7 Euro oder 6,50 Euro bezahlt. Immer folgte die Kündigung. Weil viele genau davor Angst haben und ihre Rechte nicht kennen, werden Minijobber öfter betrogen, sagt Andreas Dönert. Heute arbeitet er 12 Stunden an 3 verschiedenen. Damit nicht genug. Arbeiten wie Müll wegbringen, Putzwägen packen oder Flure saugen kommen hinzu. Nein, diese Arbeiten werden auch nicht bezahlt. Das macht man nebenbei. Die bezahlen nur die Zimmer. Wenn man die nicht schafft, hilft ein Kollege. Aber man bekommt weniger Geld. Wir bitten die Firma um Stellungnahme, ob tatsächlich so genaue Zeitvorgaben existieren. Sie streitet alles ab. Unsere Kunden sind 3-, 4- und 5-Sterne-Hotels, für die Qualität einen sehr hohen Stellenwert hat. Dies lässt sich nicht unter Zeitdruck gewährleisten. Tatsächlich zeigt unsere Erfahrung, die Arbeitszeit reicht in aller Regel nicht für die anfallende Arbeit. Arbeitgeber müssen für Minijobber pauschale Sozialabgaben leisten, prinzipiell auch bei Probearbeit. Frage an den Gewerkschafter Rainer Knerler: Ist unbezahlte Probearbeit legal, wenn der Arbeitnehmer sich einverstanden erklären musste? Das geht gar nicht. Das ist illegal, das ist ungesetzlich. Das ist nicht nur Lohnbetrug am Arbeitnehmer, das ist auch Sozialversicherungsbetrug. Denn für diese 2 Tage geht dem Staat alles an Sozialversicherungsbeiträgen verloren, was man sonst bekommen würde. Und insofern ist das auch Sozialversicherungsbetrug. Ich zeige Ihnen noch mal was. Da hat meine Kollegin, mit der ich zusammengearbeitet habe, den Flur gesaugt. Sie wird pro Zimmer bezahlt und dieses Flursaugen muss sie trotzdem machen. Das ist natürlich illegal, das sind versteckte Akkordvereinbarungen. Wenn jemand 1 Stunde Arbeitszeit anbietet und 1 Stunde beschäftigt wird, hat er den Mindestlohn zu bekommen, der vereinbart ist, 8,82. Und dann kann man nicht hingehen und kann sagen, du musst in dieser Zeit 2,5 Zimmer schaffen. Das führt dazu, dass die Arbeitnehmerinnen häufig eben über ihre 8 Stunden noch mal länger bleiben, um dann solche Arbeiten zu machen. Und das ist System, das ist ja nicht irgendwie zufällig, sondern es wird systematisch so gemacht. Ist die Reinigungsbranche eine Ausnahme? Nächster Versuch, der Einzelhandel. Ich suche eine Stelle als Minijobber. Vorteil für die Arbeitgeber? Überall, wo in kleinen Zeitfenstern gearbeitet wird, kommen Minijobber zum Einsatz.
Mit ihnen vermeidet der Arbeitgeber Leerlaufzeiten. Hier kriegen Sie 5,80 Euro für Lagerarbeiten. Mindestens jede fünfte Stelle im Einzelhandel ist ein Minijob. Sie können Montag anfangen, 8,30 Euro die Stunde. Ich entscheide mich für das Angebot dieses Edeka-Marktes in Wolfsburg. 7,50 Euro die Stunde, dreimal pro Woche, jeweils 4 Stunden. Regale einräumen. Für den ersten Tag gibt es kein Geld. Auch hier unbezahlte Probearbeit. Der Minijob. 450 Euro Maximalverdienst, steuerfrei. Über 7 Millionen Deutsche sind Minijobber. Auch wir haben uns beworben als Regalarbeiter im Supermarkt. Hier kriegen Sie 5,80 Euro für Lagerarbeiten. Und als Putzkraft. Sogar im Deutschen Bundestag. Auch hier sind reguläre Arbeitsstellen verschwunden. Nee, Vollzeitstellen gibt's hier nicht. Ich muss mit Hartz IV aufstocken. Die Hartz-Reformen sind 10 Jahre alt. Minijobs waren ein Teil davon. Also in der Wirkung, was daraus geworden ist, war es ein Fehler. In dieser Größenordnung. Durch die Minijobs wuchs der Niedriglohnsektor. Vollzeitstellen wurden massenhaft gestrichen. Jeder fünfte Job ist ein Minijob. Im Grunde ein ganz normales Teilzeitarbeitsverhältnis mit Vorteilen für Arbeitnehmer. 450 Euro sind steuerfrei. Minijobber haben Anspruch auf Urlaub und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Sie sind rentenversichert, es sei denn, sie widersprechen. Berlin. Ich bewerbe mich in der Reinigungsbranche. Hier werden überdurchschnittlich viele Minijobs angeboten. Am nächsten Tag habe ich ein Vorstellungsgespräch. Es geht um eine Putzstelle für ein Hotel. Die Vorarbeiterin macht klar, was hier verlangt wird. Das ist ein Knochenjob. Sie wedeln nicht einfach mit dem Staubtuch rum, putzen ihre Zimmer und gehen dann. Es kommt immer Extraarbeit hinzu. Aber ich bekomme 8,82 Euro die Stunde. Ja, das ist der Mindestlohn. Aber Sie müssen Ihre Zimmer schaffen. In einer Stunde 2,5 Zimmer. 2 Tage sind Training. Wenn Sie danach gehen, gibt's kein Geld. Das müssen Sie mir unterschreiben. Fragwürdig. Denn auch Probearbeit muss grundsätzlich bezahlt werden. Der erste Tag. Nach kurzer Einweisung Betten machen, Staubwischen, saugen. Pro Zimmer stehen 24 Minuten zur Verfügung. Das Badezimmer samt Toilette, Spiegel, Boden und verglaster Dusche putzt ausnahmsweise die Kollegin. Normalerweise müsste ich das gesamte Zimmer innerhalb der 24 Minuten alleine reinigen. Wer länger braucht, kriegt diese Zeit nicht bezahlt. Das ist unzulässig. Frühmorgens arbeiten hier viele Minijobber. Jeder hat seine Bereiche, die bis 9 Uhr eingeräumt sein müssen. Eine Kollegin fängt mit mir zusammen an. Sie räumt Drogerieartikel ein. Gleich sind meine 4 Stunden um und das alles muss noch weggeräumt werden. Wie soll ich das denn schaffen? Sie wird länger arbeiten, aus Angst, den Job zu verlieren. Früher, erzählen Kollegen, gab es mehr Arbeitskräfte. Nur noch Minijobber hier. Andere werden gar nicht mehr eingestellt. Ich arbeite ein paar Tage als Minijobber. Getränke einräumen, Pappe pressen, überzählige Ware ins Lager bringen. Meist reicht die Zeit, manchmal dauert es einfach länger. Das Lager ist muffig, dreckig, vollgestellt. Die Kollegen sagen, es bleibt einfach keine Zeit, hier aufzuräumen. Dieser Markt und 3 andere gehören einem Kaufmann. Der kümmert sich offenbar nicht besonders um die Zustände. In der 2. Woche, Besuch am Arbeitsplatz. Eine Betriebsrätin erzählt, dass man vergeblich mit dem Eigentümer verhandelt hätte, doch mehr Vollzeitkräfte einzustellen. Jetzt arbeiten sie an einer Petition und sammeln Unterschriften. Das Ziel, Vollzeitstellen erhalten, Abbau der Überstunden. Es sind unglaublich viele.
12.000 Überstunden. 12.000 Überstunden. Also alle vier Läden, das sind dann irgendwie was, ungefähr 200 Leute mit 230 ungefähr, 230. mit 400 Euro mit 12.000 12.000 Überstunden. Ja. Auch die 400-Euro-Kräfte machen auch Überstunden. Die machen auch Überstunden. Die Überstundenberge bedeuten, dass Arbeitskräfte fehlen. Hier steht zwar Edeka drauf, doch das Geschäft gehört einem eigenständigen Kaufmann. Er hat vier Märkte übernommen und ist inzwischen nicht mehr an Edeka-Tariflöhne gebunden. Er gibt keine Interviews. Der Betriebsratsvorsitzende erzählt, dass Vollzeitangestellte nach und nach verschwinden. Bei uns ist es halt so, dass dass diese Zersplitterung in Teilzeit und dann noch weiter zersplittert in 400-Euro-Kräfte so weit getrieben wurde, dass es fast schon so ist, dass so viele 400-Euro-Kräfte da sind wie Teilzeit und Vollzeit zusammen. Sascha Tietz begleitet mich zu einem weiteren Markt seines Arbeitgebers. Die Besonderheit hier, der Betriebsrat ist gleichzeitig Filialleiter. Er weiß, wirklich sparen kann man nur am Personal. Deswegen soll er Minijobber einstellen. Fritz Bartsch kämpft dagegen. Er will vernünftige Angestellte, vernünftige Arbeit, vernünftige Löhne. Verschiedenen Orten. Zusammen mit den Fahrzeiten ein 16-Stunden-Tag. Minijob heißt nicht Mini-Aufwand, sondern viel Arbeit und maximaler Stress. Also es sind Riesenängste und Druck seitens Arbeitgeber, der hier ausgeübt wird. Aber Sie lassen sich nicht kleinkriegen, oder? Nee, überhaupt nicht. Das, was ich leiste, möchte ich auch bezahlt bekommen. Und wenn ich jetzt auch für 5 Euro arbeiten gehen würde, erwarte ich ganz einfach, dass die Vereinbarungen, die vorliegen, auch erfüllt werden. Weil ich dadurch von meinem Arbeitgeber, egal wer das ist, ob Geschäftsführer oder Chef, meine Würde nicht verliere. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich. Mit welchen Tricks selbst große Unternehmen arbeiten, erfahre ich hier. Ein Minijob als Pakethelfer bei der Deutschen Post. Arbeitszeit 3-mal die Woche morgens von 3 bis 7 Uhr. Auch hier ist die erste Schicht unbezahlt. Das seien Schnuppertage, sagt der Vorarbeiter, um die Arbeit zu lernen. Er führt mich zur Vertragsunterzeichnung ins Büro. Dort liegt ein 20-seitiges Vertragswerk, 2 Minuten Zeit, um es zu lesen und zu unterschreiben. Merkwürdig, als Vertragsdauer ist genau ein Tag angegeben. Danach erfolgt der Einsatz als Abrufkraft. Und außerdem steht dort, der Arbeitnehmer hätte kein Interesse an einer dauerhaften Beschäftigung. Was das zu bedeuten hat, weiß der Vorarbeiter auch nicht. Bitte bei allen Vertragsangelegenheiten das Personalbüro fragen. Wir müssen jetzt langsam mal anfangen hier. Ich bleibe misstrauisch, unterschreibe aber trotzdem. Der Arbeitsplatz ist an den Abladerampen der Post-LKW. Dort erklärt ein anderer Vorarbeiter, was genau zu tun ist. Pakete vom Lastwagen heben und mit dem Strichcode nach oben aufs Band legen. 4 Stunden Schnupperarbeitstag, um zu sehen, ob der Minijobber die Arbeit körperlich oder intellektuell bewältigt. Das hat man nach 5 Minuten herausgefunden. Den Rest der Nacht arbeite ich umsonst. Ein paar Schichten verbringe ich in der Halle mit tausenden leichten, schweren, sperrigen, runden und eckigen Paketen. Niemand schreibt die Stunden auf. Ich komme einfach und gehe wieder. Einzige Abwechslung, der Alarm, wenn irgendwo ein Paket klemmt. Frage an den Vorarbeiter, wie man denn Urlaub planen könne und was bei Krankheiten geschieht. Auch er verweist ans Personalbüro. Minijobber haben Anspruch auf anteilige Urlaubstage und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Als ich mich im Personalbüro danach erkundige, zeigt sich, mit welchen